Hallo und herzlich willkommen zum achten, doch ja, achten Let's Play-Teil von L.A. Noir. Ich habe leider verpennt, das Video zu teilen. Das habe ich jetzt in der heutigen Aufnahme schon zum dritten Mal erwähnt und ihr werdet es am Ende dieses Videos noch einmal hören, aber ich kann es ja nicht oft genug sagen. Meine schönen vielen Fehler aufzählen, das mögt ihr ja und gut, ich wünsche euch viel Spaß mit dem, was jetzt kommt, was auch immer es sein mag. Wahrscheinlich ein Fall. Who the hell is that? This must be our lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. There she goes. Come on. Jo, dann würde ich sagen, verfolgen wir die mal. Aus sicherer Entfernung natürlich. Absolut unauffällig. Überqueren wir eine rote Ampel. So. Verfolgung haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Zumindest noch keine richtigen. Das heißt, ich werde da wohl auch wieder reinkommen müssen. Ich hoffe mal, dass heute, ab der zweiten Folge heute alles in Ordnung ist. Aber das war ja gerade gar nichts mit den Befragungen. Oh. Ja, beiseite. Ich habe zwar keine Sirene an, aber man kennt doch eindeutig, dass das hier ein wichtiges Auto ist. Ja? She seems to have made a remarkably speedy recovery. So. Ich weiß nicht, bis auf wie viel Meter man sich nähern darf, bevor das anfängt zu blinken, das Symbol. Aber ich war in... Too close, Phelps. Way too close. Aber ich war in GTA schon immer schlecht in sowas. Get in there and see what she's up to. Na ja, sicher. Am besten reinrennen, Tür aufstoßen. Mit einer Zeitung. Him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. So, oh, ein spannender Artikel, den muss ich noch kurz lesen. Ja, okay. Kohlköpfe für 89 Cent, das ist ja schon doch günstig. So, jetzt fertig, weiter. Auf geht die wilde Jagd. Andererseits müssen wir jetzt niemanden mehr jagen. Wir haben jetzt eine tolle Adresse. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place. Or he'd done the job properly. McAfee will break a fella's legs just for looking at his problem. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. Das ist gut möglich. Möchte ich jetzt gerade nicht kommentieren. Someone a favor. Why did they try to kill her? Oh. Sorry, war Absicht. Oh, sorry, war Absicht. Nein, 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 ich möchte jetzt kein Code 3 hier machen. Ich bin hier auf dem Weg zu einem Tatort, zu einem möglichen. Ich muss doch diesen Mark Bishop retten. Obwohl der versucht hat, zwei Leute umzubringen, aber das ist ja jetzt egal. Es geht ums Prinzip. Gun it!
get to the apartment before someone gets hurt. So. Wenn der sowas schon sagt, dann heißt das, dass es nicht mehr weit entfernt sein kann. Andererseits vielleicht doch. Wie weit ist das denn? Sag mal. Der wohnt ja schon am anderen Ende der Stadt, muss man sagen. Die Handbremse könnte ich eigentlich auch mal verwenden. Aber so ist es ja viel actionreicher. Nichts wie rein. Menschen retten, die versucht haben, andere Menschen umzubringen. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Ah, oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Ach so, alles klar. Danke, dass du uns auch total gesagt hast, in welchen Stock wir müssen. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Ich dachte, dass zu der Zeit noch Leute existierten, die im Aufzug diese Schalter betätigt haben, aber ich glaube 1947 ist schon ein bisschen zu spät dafür. Naja, links. Ist das 803? Warte, was steht da? 800. Oh ja, richtig. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs.? Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess! We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Oh ja. Nein, nicht rausgehen. Sieht aus wie ein Beweis. Don't think this is any use to us. Oh, das glaube ich schon. Vielleicht als praktische Figur, die man sich aufstellen kann, die dann nichts tut. Dafür ist sie wirklich sehr gut geeignet. Ja, schauen wir mal. Kleiner Ring. Doesn't tell me anything. Mir auch nicht. Ist das eine Batterie? Don't think this is gonna help us. Ach, das ist ein Lippenstift. Also das sah aus, als wäre eine Batterie. Naja, gut. Das schätze ich mir auch nicht, aber... Optimistic call. Immerhin besser als pessimistisch. Ja, hier war was. Hallo? Zahlen Sie gegen diesen Scheck den Betrag von $20,000 an Lorna Hapgood. You have to do to earn $20,000. Weiß ich nicht. Vielleicht etwas verkaufen, was $20,000 wert ist? Nope. So. Ach, hier ist gar nichts mehr. Ich dachte, da in dem Regal könnte noch was sein. Naja, gut. Schauen wir mal weiter. In der Ecke haben wir bestimmt was. Ich wollte schon sagen, hier ist ein richtiges Chaos. Eine Blumenvase. Obviously sind da keine Blumen drin. Scheint ein Hinweis zu sein. Müssen wir später nochmal angucken. Das Neue Testament. Das kann ich ja nicht direkt weglegen. Gay Cowboys. Für Mark Bishop. Presented to Mark. Was ist denn daran ein Hinweis, weißt du? Was soll da denn... Was soll denn ein... Naja, gut. Ach so, ich meine, natürlich ist das ein nützlicher und sinnvoller Hinweis. Gut, vielleicht sagt uns das, für welche Produktionsfirma er arbeitet, aber... Mehr eigentlich auch nicht, das hätte man auch so rausfinden können. Naja. Erstaunlich, dass er das bei Geld sagt. Doesn't appear to be connected. So, haben wir noch was? Nö. Ah, das sieht schon etwas besser aus. Da könnte vielleicht
Ja. Looks like the old movie set downtown. Ach ja, ja. Filmset, das noch auf offener Straße steht. Ich frage mich, warum man so einen Scheiß gebaut hat. Das konntest du eigentlich nur immer einmal verwenden, so ein Set. Naja, gut. Was macht er denn da? Ach, schön die Aussicht genießen, was? Während ich hier arbeite. Intoleranz, Kampf der Liebe durch alle Zeiten von D.W. Griffith, die große Mauer von Babylon. Wall of Babylon, a replica of a replica. Noch was? Ach, wieder nur hier. Obwohl, diese Zigarettenteile haben uns schon mal weitergebracht. Die Streichhölzer. Ah, anscheinend diesmal nicht. Vielleicht ein Schluck hiervon. Es bringt unser Gehirn auf Trab. Offenbar auch nicht. Heute bist du so ablehnend, Cole. Wir brauchen mehr Hinweise. Da kannst du auch ruhig mal so eine Whiskyflasche als Hinweis akzeptieren. Ist keine Schande. So. Oh. Ja, das wird wohl auch was sein. Oh, welch Zufall. Die Kaffeetasse ist kein Hinweis. Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nothing significant. Was mich gefreut hätte, auch schon damals, wäre... Oh, was haben wir denn hier? Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Mhm. Okay. Nee, also was ich, okay, alle Hinweise gefunden, hurra. Was ich besser gefunden hätte, ist, wenn man wirklich an allen Tatorten alles, wirklich alles sich hätte angucken können. Das hätte ihm, glaube ich, noch ein bisschen mehr Dynamik verliehen, wenn man dann vielleicht den einen oder anderen Hinweis gefunden hätte, dann plötzlich irgendwas anderes, also wenn man sich quasi selbst hätte aussuchen können, was jetzt die Beweise sind, statt dass man einfach gesagt bekommt, hier, das ist ein Beweis und man kann auch nur in drei Ecken des Raumes suchen. Naja, so, komm, unterhalten wir uns, ne? Hausfriedensbruch. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No, why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Die Augen leicht zusammengekniffen. Sie blinzelt. Naja, so häufig blinzelt sie auch wieder nicht. Das Einzige, was jetzt wirklich... Sie bewegt sich so komisch. Meinst du, das ist Wahrheit oder Anzweifeln? Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen setze ich jetzt Intuition ein. Ich sag mal so, ich muss ja mal was hinkriegen. Anzweifeln, sagst du? Okay. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Oh, ganz alleine richtig beantwortet die Frage. Ich sollte mir auf die Schulter klopfen. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Okay, das ist die Wahrheit. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Hmm. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Ich mach schon wieder diesen Ausdruck. Ich mach mal anzweifeln. Komm, einfach mal. YOLO. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up.
Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Mm-hmm. Was ist das? Das... Boah, das kannst du aber auch manchmal echt... Also, ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich kann da manchmal sehr, sehr schwer rauskriegen, ob die jetzt wirklich anzweifeln oder... Zwischen Anzweifeln und Lüge kann ich schlecht unterscheiden und zwischen Wahrheit und Anzweifeln. Wahrheit und Lüge ist relativ gut zu unterscheiden, aber Anzweifeln, das geht so in beide Richtungen manchmal. Das ist... Also entweder ist es die Wahrheit oder... Ich mach mal auch wieder Anzweifeln. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is, Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. Das ist eine super tolle Freundin. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Außer mit der Gerechtigkeit. Oh, warte, wir wollen ja noch was rausfinden. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Ich bin immer erstaunt, wie schnell das klappt. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thanks for your help. Boah, ich könnte die Adresse nicht behalten. Also zumindest nicht die ganze Fahrt über. Wenn man sich über was anderes auch noch unterhält. Naja, gut. Bist du sicher, dass du den Scheck nicht mitnehmen möchtest? $20,000 sind schon praktisch. An aging movie star, a wannabe starlet, and movie producer's wife. We're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them are hacked. Und raus. Fragt sich ja nicht immer noch, wo dieser Bishop ist, ne? Haben wir jetzt gar nicht rausgefunden irgendwie. Naja. Schauen wir mal nach. Vielleicht finden wir irgendwas bei diesem Prop Store. Und wenn nicht, dann. Naja. Jo. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Yeah. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McCaffrey. Items also needs assistance, 540 West 9th Street in Uncle Sam's office. Ja, gut. Karte, mal schauen, wie weit ist das weg? Wo soll denn das sein, ne? Ach, da. Boah. Warum denn immer so weit weg? Wisst ihr, wie schwer es ist, dorthin zu fahren, wenn man dann nicht dahin möchte? Ich fahre jetzt trotzdem zu meinem Ziel. Ich meine, es ist ja so, dass man diese Mini-Mission stets machen kann. Die kommen, die wiederholen sich ja auch nach einer Weile. Von daher ist das, glaube ich, nicht so besonders schlimm, wenn ich jetzt hier das nicht tue, mich dann einfach später damit beschäftige. Hey! Ich wollte hier gerade abbiegen. Unfassbar, dann nehme ich halt den Bürgersteig. Hier respektiert man Autos wenigstens.
Vielleicht eher aus Angst, aber immerhin respektiert man sie. Oder ist es pure Angst? Das weiß ich nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Na, 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 na. Oh. Can we try to get there in one piece? Ja, gut, ich habe vergessen, dass Hauswände immer noch ein bisschen stabiler sind als mein Auto. Ach, warte, hier. Take it easy. Hier ist dieser Laden. Ziemlich runtergekommen, wenn ihr mich fragt. Könnte aber vielleicht auch an der Architektur liegen. Naja. Hallo. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Oh ja, gerne. Aber die Bude, die ist ein bisschen, ist nicht ein bisschen hier... Gut, ich weiß nicht, wie Requisitenläden aussehen sollten, aber... Gut, in der Innenstadt von L.A. kannst du wahrscheinlich auch nichts Besseres bekommen hier. Dafür sieht das schon ein bisschen luxuriöser aus. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Okay, durchsuchen wir am besten alles. Und beschuldigen den Typen dann irgendeines Verbrechens. Hm. Ja, Schrumpfkopf. Dazu hat er nichts zu sagen, ne? Schrumpfkopf haben wir schon gesehen, hier liegt noch einer, aber dazu sagt Cole nichts. Naja. Oh, Pillen. Chloralhydrat, das haben wir doch schon mal irgendwo gelesen. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Das ist doch eigentlich schon so ein gut wie sicherer Hinweis. Ach, noch mehr von den Schrumpfköpfen. Ja, die scheinen da sehr beliebt zu sein hier. Aber da hat er echt nichts zu sagen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ganz ehrlich, da muss er doch wenigstens sagen hier. Schrumpfköpfe, die kommen mir bekannt vor. Oh, was haben wir hier? Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. Das fällt einfach nur mega auf, dass da eine Kamera hinter dem Spiegel ist. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Na gut, vielleicht liegt da hier noch was rum. Vielleicht können wir Lippenstifte untersuchen, aber ich glaube, DNA-Tests gab es damals noch nicht, ne? Gab es eigentlich auch schon Fingerabdrucktests? Das kann ich nicht genau sagen. Ich glaube aber eher nicht. Zumindest nicht, wenn ich sehe, wie der Typ hier alle Beweise anfasst. Mhm. Interessant, was? Hä? Hier muss doch noch ein Raum sein. Hä? Hier ist ein Klo? Warte mal. Ach, doch, ja, genau. Warte mal. Doch, ich glaube, ich weiß aber, wie man da hinkommt. Es ist hier, glaube ich, noch eine Tür vorhanden. Das wusste ich jetzt nicht mehr so genau. Ich vermute gerade einfach mal. Ach, und hier war auch noch was. Genau, ja. Ja. Hier werden die Teile nämlich gemacht, glaube ich. Guck mal, den Fall kann ich mich auch noch erinnern. Aber warum sagt der nichts dazu? Das regt echt auf. So, der sieht ihm ja ähnlich. So this is where you sprang from. Na also, haben wir da schon zumindest mal einen Hinweis zu? Wenn wir schon mal hier sind, kann man auch direkt die Zeitung anschauen. Drogenflut auf der Straße. Polizei jagt Schmugglerware.
Blablabla. Ich weiß leider nicht, was Contraband heißt. Und was Surplus heißt. Das können wir aber jetzt rausfinden. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler? Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. How can you make a cake with those ingredients, huh? Jeez. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surettes. Yeah, surettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little. I won't bore you with the chemistry. It doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey. Hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Mhm. Ja, gut. Mal schauen, ob der jetzt tot ist. Das würde ja dann in einem der nächsten Fälle vorkommen. Und ich merke auch gerade, wenn das Spiel fertig ist mit Laden, dass wir ja schon bei... Gut, diese Aufnahme jetzt, das werdet ihr so nicht mitbekommen, ist 53 Minuten lang. Ich habe jetzt ein bisschen verpennt, Pause zu drücken. Macht aber gar nichts, denn dann sage ich hier einfach mal danke fürs Zusehen bei der zweiten Folge, die ich heute aufnehme und damit der achten Folge des Let's Plays. Bitte gebt eine Bewertung ab und wir sehen uns nächstes Mal. Und ich werde jetzt noch kurz eine Verabschiedung für die siebte Folge aufnehmen, weil ich verpennt habe, Stopp zu drücken. Hurra! Ist das geil. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sowas machen kann. Gut, bei Beyond war es damals Absicht. Hier nicht. Na gut. Bis morgen. Tschüss.